Am Nikolaustag bekommen die Kinder ihre Süßigkeiten in die Stiefel gesteckt. Und wer böse war, der kommt dann der Krampus und holt die Rute aus. Und irgendwie hat man den Eindruck, die Anleger sind richtig böse gewesen. Denn der DAX startet nicht nur schwach, er rutscht auch unter 11.000 Punkte. Wir haben keine Vorgaben aus den USA, dort gestern ein Börsenfeiertag. Und wir haben schwache Vorgaben aus Asien. Was führt zu diesen Verwerfungen? Das Beigebuch der amerikanischen Notenbank kann es nicht sein. Relativ unspektakulär. Wir haben moderates Wirtschaftswachstum. Wir haben moderate steigende Inflation in den USA. Aber die ohnehin sehr stark belasteten Beziehungen zwischen USA und China haben einen weiteren tiefen Riss bekommen. Denn die Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei ist in Kanada auf Betreiben der US-Justiz verhaftet worden. Man wirft ihr vor, gegen das US-Handelsembargo gegen den Iran verstoßen zu haben. Jetzt könnte man sagen, ja gut, so what? Aber die Argumentation ist jetzt folgende. Viele Experten sagen, die USA wollen anscheinend gar keinen Handelsdeal mit China. Es geht eigentlich nur darum, den Chinesen bei ihrem Aufstieg zur Weltmacht Nummer 1 möglichst viele Steine in den Weg zu legen. Und das ist nicht gut. Heute noch wichtige Termine in den USA. Der Arbeitsmarkt, einmal ADP und zum anderen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wir schauen jetzt auf die Top-Themen des Tages und da haben wir noch einmal Zahlen bekommen, nämlich von Vonovia, Europas größtem Wohnungs- und Immobilienkonzern. Die Geschäfte laufen weiter gut und sie sollen auch weiter gut laufen. Wir schauen ja die neuen Monatszahlen an und der Ausblick, was die Gewinnseite angeht, noch einmal gesteigert. Jetzt auf 1,2 Milliarden für das Jahr 2019. Das wäre noch mal ein Plus von etwa 15%. Die Dividende soll ebenfalls steigen. Hier geht es um 12 Cent nach oben auf 1,44. Aber man darf nicht verschweigen, Vonovia steht massiv unter Kritik oder in der Kritik, denn die Modernisierungskosten, die man in die Hand genommen hat, haben überproportional zu steigenden Mieten geführt. Und nach entsprechenden Mieterprotesten lenkt jetzt der CEO von Vonovia, der Herr Buch, entsprechend ein. Evotec, kleiner Ausflug noch in die Biotech. Gestern einen Kursstoß von fast 20% und die Aktien fallen auch heute weiter. Was hat zu dem Kurssturz geführt? Es gab einen Investorentag und da ist bekannt geworden, dass Evotec mehr für Forschung und Entwicklung ausgibt als bislang bekannt. Und das wiederum haben viele Anleger zum Anlass genommen, Gewinne einzustreichen, vom Tisch zu nehmen. Seit Oktober, seit dem Zwischentief, war die Aktie nämlich um 20% gestiegen. Jetzt, wie gesagt, der Rückwärtsgang. Und wir schauen noch kurz auf den Möbelhändler Steinhoff. Da hatten wir alle mit Zahlen gerechnet. Jetzt verschiebt sich das Ganze noch einmal. Es gibt ja Bilanzunregelmäßigkeiten. Steinhoff hatte hier externe Prüfer beauftragt. Die brauchen einfach noch, um sich durch die Papiere der vergangenen Jahre zu wühlen. Bis mindestens Ende Februar. Und die Bilanzen gibt es dann eben im April. DAX startet sehr schwach. Die 11.000 Punkte wackeln laut und vernehmlich. Dow Jones, das sind die Zahlen vom Dienstag. Der Euro und Gold mit roten Vorzeichen. Bis später.